hörst du es dann schon bald an deiner Türe pochen, sind's die Bonner und die Walter und die sagen, lass uns kochen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Karin Weiß, mein Name. Hallo, liebe Zuschauer bei Rheinmann kocht. Wir sind heute zu Gast in Hadamar. Und erstmals müssen wir auf ganz, ganz kleinen Stühlen sitzen. Wir sind nämlich hier in der Kita St. Leonard und haben heute auch vier kleine Köche, die für uns kochen werden. Wollt ihr euch kurz mal vorstellen, wie ihr heißt? Ja, Benedikt, Chiara, Joanna, Anke. Und dann haben wir hier noch Karin Weiß. Sie hat uns eingeladen heute und hatte die Idee, zusammen zu kochen. Ja, und Frau Weiß, was gibt es denn zu kochen? Heute gibt es gedämpfte Eier, gedämpfte Kartoffeln und Salat dazu. Das ist ein Rezept von der Großmutter, die das schon vor ewigen Zeiten halt gekocht hat. Ja dann, wollt ihr gleich anfangen? Ja! Na dann mal los! Ich habe die Kartoffel schon vorgeschnitten. Weil Kinder die runden Kartoffeln nicht so gut in die Hand nehmen können. Bevor wir die Kartoffeln, dann gibt es Messer. Und so, ja. Nicht so ganz dick, sondern so abgeschnitten. Gut, ich weiß Bescheid, du kannst es. Ein bisschen mehr Margarine da rein. Margarine schmeckt so lecker. Ich mach so ein kleines Stückchen. So. Jeder von euch darf jetzt aber noch Salz über die Kartoffeln drüber tun, ja? Wenn die noch fertig ist. Halben Teelöffel, das ist zu viel. Ja, okay, ganz feuchtig überall verteilen. Kochen ist auch Mathematik. Das werden wir noch sehen. Wir müssen abmessen, wiegen teilweise, das ist zu viel. Abmessen, wiegen, schätzen. Kochen ist ganz wichtig in der Beziehung auch für Kinder. Jetzt darf jeder ein Ei aufschlagen da rein. Warte, ich gebe dir eins. Aufschlagen, in das Glas rein. Wenn es in Ordnung ist, darfst du es dann da in die große Schüssel rein tun. Die Schale tust du einfach hier wieder rein. Das reicht, Benedikt. Über dem Glas aufmachen. Fingerspitzen rein. Okay. Auch, dass keine Eierschale drin ist. Das ist auch dann dafür gedacht. So, da okay. Ist gut, schau dir das Ei an. Ist es klar? Nee. Das gut, dann kannst du es da rein tun, nicht abdecken, genau. Dann darfst du es da rein tun. Gut. So, wir müssen nämlich jetzt das Mehl mit der Milch verrühren. Das aber zwei Löffel, Karin, ich mach noch als letztes. Ich mach als letztes. Zwei Löffel. Oh! Nicht zu voll machen. Kim, guckst du auch mal? Das räumen wir weg, das brauchen wir nicht mehr. Dann kippst du einfach alles da rein. So. Was wäre das? Es gibt jetzt die gedämpften Eier. Okay. Gut, die Schüssel tue ich weg. Ob es jetzt geht. Ja, jetzt geht's schon besser. Das Ei wird angehoben. Ja, einfach so. Ja, einfach. Auch nochmal von der Seite. Jetzt muss man es wieder stocken lassen. Wir nehmen den Deckel. Ach, der ist besser, der ist besser dicht. So, gut, okay. Mach den Deckel ab. Und jetzt geht's gleich. Wäre das immer weniger. Dann Brot zu Tische sitzen, lieben wir Gaben, lasst uns teilen und auch noch verweilen. Schön, dass wir zusammen sind, schön, dass wir zusammen sind. Guten Appetit! Schmort bei dir im Ofen, was hast du auf der Pfanne? Beherrschst du grüne Soße oder mach Banane? Egal, was lass uns kochen. Hast du mit Lust und Liebe und Füße?
dich angesprochen. Ruf die Bonner und die Walter, unser Liebe, lass uns kochen. Die beiden wollen nicht in deine Suppe spucken. Die beiden wollen nur in deine Töpfe gucken. Und die sagen, lass uns kochen. Sag es Susi, sag es Olli, sag es Micha, sag es Jochen. Schwing die Löffel, liebe Leute, werf den Herd, dann lass uns kochen.